Leon picked it up after circling around the net. This guy was a money player. The bigger the game, the bigger Keon came up. This time it's Mr. Keon. His hard work pays dividends. Aufgrund von der Zornus Mr. K. Ich hinterlasse nächstes blutige Krater im Biss, denn das war Sinn der Sache. Rapper lachen über mich, wenn ich hier in Hero schieße. Nein, das ist kein Schlachtfeld, das ist mein eigenes Paradies. VIP-Ausweise verteile ich mit einem Presslufthammer direkt an der Abendkasse nach dem Prosecco-Empfang. Auf Nasenbeine ausgenommen, schlappt mit Arschkuh, bei denen rate ich nur zu gucken, was gefällt, absaugen, Haare schneiden. Ich komme, um Rapper zu zerlegen mit Bohrmaschine und Motorsäge, Raygun und Wärmesensor-Raketen. Wege durch die Menge, wie nicht ganz sauber, sprenge die Ketten wie Kampftaucher, begleitet von einem Atemgerät. Mit den Vorderzähnen immer voll dagegen, als hätte ich sonst keine Brauch. Probleme und Lauf, Amok im Geld. Das ist kein Rap, das ist Poesie. Und zwar im Großstile, Kopfhörer zur Anlaufstelle großkalibriger Projektile. Du hast dir zu hohe Ziele gesetzt und mich zu folgen mach dich zu einem Opfer der Kinderpornografie. Darth Keon, aka der Todesstern am Rap-Himmel. Vor dem MC schreien, weglaufen, wenn ich die Tracks bringe. Stell das ganze Biss auf den Kopf, wie ein Headspin. Dreh den Spieß um, ihr seid dope, ich bin wild. Genug gelacht, es wird Zeit, dass ihr aufwacht. Ich steh schon am Fußende von eurem Bett mit der rostigen Axt. Und zwar derselben, mit der ich eure Mütter zu Frauen macht und die damals Fotzen geschlagen hat. Es gibt kein Label, das mich je supporten könnte, denn ich unterschreite stets sämtliche Grundsätze der Menschlichkeit, wenn ich rhyme. Denn mir läuft der Hass im Mund zusammen, wenn ich das bisschen Hirn, das ich noch habe, aktiviere und mich artikulieren kann. Ich lege dir nur nah, mich besser nicht zu battle, denn mein Messer geht durch Schädeldecken wie durch warmes Fett. Ich scheiß zu sehr aufs Biss, roll im Twingo durch die Stadt, alle Scheiben unten und pumpe Skatepunk aus den 90ern. Und ich seh das genauso, ich wollte auch mal Sänger werden, doch bin schon viel zu verbraucht. Homies sagen, okay, und du hast echt was am Sender, Mann, du gefährdest deinen Ruf, weil mit jedem Part, den du bangst. Meinen Ruf hab ich Laser gegeben, seit ich den Buff zum ersten Mal betreten hab, gelten für mich andere Regeln. Zerstöre jeden MC, der denkt, er wäre mit mir gleichgesetzt. Sie nennen es ein Gemetzel, ich nenne das Leistungstest. Scheiß auf Stress, Stress ist deine Mutter feucht zu kriegen, 2 Tage nachdem sie in der Wüste den Löffel